Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Natürlich war es mein Ziel, gegen Fortuna Köln zu Hause zu gewinnen und nicht so aufzutreten. Das kann ich jetzt, habe ich keine Worte dafür, diese Leistung zu entschuldigen. Natürlich war keine gute Stimmung in der Mannschaft da nach dem Wochenende, aber jetzt ist Zeit, die Köpfe aufzurichten. Am Wochenende wieder ein Spiel gegen Zwickau, das wollen wir unbedingt gewinnen. Und wollen versuchen, einfach wieder in die positive Richtung zu kommen. Das ist eine Mannschaft, die halt sehr gut gegen den Ball arbeitet, die halt füreinander da sind. Das ist ihre Stärke, dass sie als Truppe auftreten. Und deswegen wird es ein ganz schweres Spiel für uns. In der Liga gibt es keine leichten Gegner, aber wir wollen trotzdem jedes Spiel gewinnen. Und deswegen fahren wir auch so nach Zwickau, um halt das Spiel dort zu gewinnen. Dass sie halt einfach bewiesen haben, dass sie halt sehr charakterstark sind. Die waren halt als Letzter komplett abgeschlagen und dann in der Rückrunde eine ganz andere Mannschaft gewesen. Wir haben auch im vorletzten Spiel, vor der Winterpause, auch ein ganz schweres Spiel gegen Zwickau zu Hause gehabt und nur mit 1-0 gewonnen. Und deswegen halt aus dem Spiel wussten wir, dass es eine ganz starke Mannschaft ist und dass sie ihre Punkte holen werden. Das Schöne im Fußball, es geht ja immer weiter, ne? Woche für Woche, nächstes Spiel. Von daher müssen wir jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, die Köpfe wieder hochbekommen und einfach versuchen, in Zwickau zu gewinnen.